Ja, schönen guten Nachmittag. Ich bin Daiwa Yakutit-Tewalangetank und ich habe die Ehre, das nationale Konsortium zum IE Task Solar Energy and Cooling, Task 51 Solarenergie in der Stadtplanung zu leiten. Und damit darf ich Sie auch schon zu einem Maßstabsprung einladen. Wieder zu dem Thema, den wir eher zu Anfang dieses Treffens hatten, und zwar die Rolle der Stadt in dem ganzen Thema der erneuerbaren Verankerung in unserem Lebensumfeld. Recht zu Beginn dieses Tasks haben wir schon einige Missverständnisse und unterschiedliche Deutungen, was Stadtplanung denn heißt, im internationalen Konsortium festgestellt. Als erstes an dem Task sind 12 Länder beteiligt. Und da kann man sich doch schon vorstellen, dass die Stadtplanung in Sydney und die Stadtplanung in Wien durchaus unterschiedliche Vorgaben, unterschiedliche Zielsetzungen und unterschiedliche Rahmenbedingungen in sich haben. Die Leitung des Tasks international oder Operating Agent Maria Wall übernommen in Schweden. Und wir beschäftigen uns mit den vier Subtasks, die durchaus sehr weit und breit ausgelegt sind, unter anderem rechtliche Rahmenbedingungen, Barrieren und Potenziale für die Nutzung der solaren Energie im städtischen Raum, Prozesse, Methoden und Tools, die wir derzeit haben. Und Tools sind in diesem Zusammenhang weniger damit zu verstehen, Simulationstools, die auch einen Platz haben, sondern vielmehr Instrumente, die die Stadtvertreter in den Händen derzeit haben, um eben diese Verankerung zu ermöglichen. Und Subtask C, Erfahrung aus den Fallstudien, sowie Subtask D, Bildung und Disseminierung. Ich werde natürlich in den kommenden 8 Minuten das nicht schaffen, all diese breite Felder hier darzustellen. Dementsprechend fokussiere ich mich auf das, was wir in den Fallstudien festgestellt haben. Natürlich, die ganzen Ergebnisse habe ich jetzt nicht alleine vom AIT mit ausgearbeitet, sondern wir haben eben auch österreichische Partner. Das sind zwei Institute von TU Graz. Institut für Städtebau, Institut für Wärmetechnik, FH Salzburg, Smart Cities and Buildings, Bauxund und eben VIT. Wie schon erwähnt, recht früh haben wir festgestellt, dass Stadtplanung alles Mögliche heißen kann. Dementsprechend haben wir uns auf eine Suche begeben, was für Definition, auf welche Definition, wie wir uns einigen werden, was für uns Stadtplanung heißt. Und das würde ich gerne mit Ihnen teilen, und zwar: Stadtplanung heißt, das ist jetzt aus dem Wirtschaftslexikon auch, zweckgerichtete staatliche Einflussnahme auf die räumliche Ordnung und Gestaltung der gesellschaftlichen Organisation im Hoheitsgebiet einer Kommune. Stadtplanung ist keine rein technisch-städtebauliche Disziplin, weil wir auch früh festgestellt haben, dass gerade auch Architekten sowie viele Ingenieure in unserem Task eben Stadtplanung als rein gestalterische Aufgabe sehen. Das ist eben ein Teil einer umfassenden politischen Gesellschaftsplanung. Und die Ziele und Mittel ergeben sich aus der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Verfassung. Dementsprechend ist es uns auch in dem gesamten Task recht schwer gefallen, unterschiedliche Länder vergleichbar zu machen, weil eben anglosächsische Gesetzgebung eine andere Vorgabe hat als österreichische oder deutsche. Die moderne Stadtplanung reguliert die Konkurrenz der privaten Standortwahl und Bodennutzungsinteressen und deren soziale und ökonomische Wirkungen mit dem Ziel der Beförderung des Allgemeinwohls. In anderen Worten ist Stadtplanung ein permanenter Verhandlungsprozess zwischen den privaten Interessen. Unter anderem haben wir auch gesehen, dass, wenn man das konkret als Beispiel nimmt, in Gebäuden, wenn man Dächer hat und Raum versiegelt, waren in vielen der Fallstudien die Fälle so ausgelegt, dass auf einmal die grünen Dächer mit den PV konkurriert haben, auf die gleiche Räume Ansprüche erhoben haben. Mit diesem Wissen im Hintergrund haben wir uns im nationalen Team auf die Suche begeben in den Fallstudien, wie es denn konkret in den Prozessen in Österreich ausschaut. Und da haben wir eben Aspern-Seestadt, Graz-Reininghaus,
Stadtumbau Lehen in Salzburg untersucht. Und wie es schon vorher erwähnt wurde, da ist es gut ersichtlich, dass die Mehrheit der Prozesse von diesen Stadtquartierentwicklung weit über 20 Jahre laufen. Dementsprechend auch schon die Technologien innerhalb dieser Zeit sich verändern. Und in keinem der Fälle sind durchgängig einzelne Personen im ganzen Prozess vorhanden. Das heißt, auch die Institutionen, die die ganze Zeit über diese 20 Jahre diese ganze Entwicklung fahren, wenn man so will, sind bei weitem noch nicht vorhanden. Seestadt 3420 in Wien gibt es, in anderen Städten ist es eben noch nicht der Fall. Diese drei Fälle hatten eines gemeinsam, und zwar haben wir auch festgestellt, dass diese Entwicklungen in der Form, wie sie derzeit stattfinden, ohne Forschungsprojekte gar nicht diese Form hätten annehmen können. Und zwar die Gründe, dass wir derzeit diese zwei Säulen, die linke Säule Stadtplanung und die rechte Säule Energieplanung, noch in zwei Gedankenwelten denken. Die linke Säule ist, was wir mit der Lebensqualität, mit der Formgebung, mit dem Umfeld verbinden, und die rechte ist weniger sichtbare in den Gebäuden, mehr versteckte Form von Energie. Und diese Schritte in den Instrumenten der Stadtplanung derzeit noch nicht verankert sind. Das heißt, uns fällt noch schwer, die gesamtstädtischen Ziele auf diese Gebiete herunterzubrechen und einzelne Prozessschritte zu verpflichtenden Schritten zu machen. Angefangen von Masterplanung, was an sich schon auch keine verpflichtende Aufgabe ist, bis zur Umsetzung, wo wir uns bewegen, einerseits auf der Stadtebene, wo die Ziele vorgegeben werden, andererseits auf Gebäudeebene. Und dazwischen, was schon heute auch als Erkenntnis gefallen ist, Quartiere, das ist, wo die Potenziale noch überhaupt nicht ausgeschöpft sind, wo noch sehr viel Raum für gekoppeltes Denken vorhanden ist und die Übersetzung der gesamtstädtischen Ziele derzeit in mehreren Prozessen auf die Quartiersebene nach Wegen und Methoden gesucht wird. Wie brechen wir die Ziele der erneuerbaren Energieerreichung auf einzelne Quartiere runter? Und wenn man das metaphorisch sagen würde, wenn man Gebäude als die kleinste Zelle der Stadt sehen würde und die Stadt als Gesamtkörper, eben das Quartier als die Organe, die deren Funktionen befüllen. Die Erkenntnisse, ich bin schon auch am Ende Präsentation. Also erstens, Herausforderungen, die wir gefunden haben, sind eben Übersetzung der gesamtstädtischen Ziele auf Quartiersebene, und zwar nicht nur in Österreich, das ist weltweit eine Schwierigkeit. Nutzung der Synergien durch Kopplung von Einzellösungen. In meisten Fällen wird es verstanden, in einem Gebäude ist etwas optimal umgesetzt, mal 300 von dem gleichen Gebäude, das ist Stadtplanung. Das ist aber nicht der Fall, das ist keine stadtplanerische Aufgabe. Verbindlichkeit, Qualitätssicherung und Monitoring der Umsetzung, das ist derzeit in den städtebaulichen Instrumenten auch noch nicht verankert. Formelle Prozesse versus informelle Prozesse. Viele derzeitigen Implementierungen von Verankerung von erneuerbaren Energien in den Städten sind sehr wohl Folge von informellen Prozessen. Bedarf nach adaptierten städtebaulichen Instrumenten auf Quartiersebene und interdisziplinär entwickelte neue Businessmodelle. Das ist, wo die wirkliche Barriere gut ersichtlich ist. In anderen Worten, nur als Abschluss, Komplexität der langfristigen Planungs- und Umsetzungsprozesse bedarf komplexer Lösungen und entsprechende Beteiligung diverser Stakeholder. Das ist das Bild, was ich symbolisch dafür sehen würde, eben nicht trennbar. In unserer Realität existiert das nicht auf getrennte Art und Weise, das trennen wir in unserem Kopf. Und mit diesen Worten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und möchte darauf hinweisen, dass am Ende des nächsten Jahres Atlas Kompakt als Ergebnis von diesem Task herauskommen wird. Wir werden das auch auf Nachhaltig-Wirtschaften-Webseite publizierbar machen, wo Sie gerne eingeladen sind, nachzulesen, was die weiteren Erkenntnisse sind.